Statur her könnte der das doch sein. Ja, nicht nur von der Statur her. Hat der mal den Bart an, der ist aus der Karnevalsabteilung. Sag mal, hält der uns für völlig verblödet? Guck mal. Die hat es aber verdammt eilig gehabt, hierher zu kommen. Was redet sie denn die ganze Zeit auf ihn ein? Der ist das doch. Natürlich ist er das. Vielleicht will sie ihn abbringen von seinem Plan. Lass uns den guten Herrn König noch uns mal vornehmen, komm. Was hast du nochmal? Verstehst du noch? Okay. Also, wenn schönen guten Abend. Hallo. Kriminalpolizei. Herr Regner, wir müssten uns mal mit Ihnen unterhalten. Was kann ich für Sie tun? Es geht um eine Straftat. Hören Sie, das ist ein großer Irrtum. Ich habe mich da in irgendwas hineingesteigert. Ja, was meinen Sie? Ich meine, dass Martin keinen Mord geplant hat. Das ist völliger Blödsinn. Ich muss da irgendwas fehlverstanden haben. Aha, das hat sich vorgestern aber noch ganz anders angehört. Ja, ich weiß auch nicht. Ich dachte einfach, ja, ich meine, er hat es ja jetzt auch entkräftigt. Ja, und in der kurzen Zeit konnte er Sie davon überzeugen, dass Ihre Vermutungen falsch sind, ja? Ja, zum Glück. Sonst würde ich ihn ja immer noch verdächtigen, nicht wahr? Hm? Wie haben Sie das denn hingekriegt? Ich habe einfach gesagt, dass es nicht so war. Ach so, ja. Ist ja komisch. Dann erklären Sie uns doch mal, warum Sie hier in dem Hotel unter dem Namen Klaus König eingeschickt haben. Und warum wir in Ihrem Zimmer eine Schusswaffe gefunden haben. Wissen Sie was? Ich glaube, es wird das Beste sein, wenn wir das im Kommissariat besprechen. Und den Pornobalken, den nehmen Sie während der Fahrt ab, bitte, ja? Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Das habe ich Ihren Kollegen doch schon alles erzählt. Mein Gott, meine Ex-Freundin muss da irgendwas völlig falsch verstanden haben. Keine Ahnung, ich bin doch kein Killer. Da hat sich die Aussage Ihrer Ex-Freundin aber ganz anders angehört. Herr Regner, fangen wir doch mal ganz von vorne an. Woher stammt die Waffe und was wollen Sie damit? Das ist nicht meine. Das ist nicht eine, komisch. Wir haben sie in Ihrem Hotelzimmer gefunden. Wie kommt sie denn dahin? Was weiß ich, vielleicht durch den Putzdienst. Was weiß ich, wer da eine Waffe deponiert? Klar, der liebe Putzdienst, was wieder. Wer ist das hier? Ah, schön meine Koffer durchwühlt. Das ist meine Freundin. Nach einem Monat eine neue Freundin. Respekt. Dann hätte ich gerne von Ihrer neuen Freundin Adresse und Telefonnummer. Natürlich. Ja, warten Sie mal. Was mich zunächst mal interessieren würde, ist, woher haben Sie denn die Telefonnummer dieses Urkundenfälschers Roland Kierkutsch, Herr Regner? Das ist ein alter Kumpel von mir. Ich wusste gar nicht, dass er eine kriminelle Vergangenheit hat. Was man so alles über seine alten Kumpels erfährt. Hm? Ist auch ganz normal, oder? Dass Sie im Schließfach im Hauptbahnhof 10.000 Euro Cash deponieren. Ja, ich bunkere das doch lieber da, als das im Hotelzimmer rumliegen zu lassen. Sie wissen doch selber, was für ein Socks draußen rumrennt. Wieso sind Sie überhaupt in der Stadt? Sie haben nur ein einfaches Ticket gezogen. Städtereise. Deswegen verkleiden Sie sich auch so gerne, wenn Sie hier auf der Straße spazieren gehen. Herr Regner, soll ich Ihnen sagen, wieso Sie hier sind? Sie sind ein Auftragskiller, der für Geld tötet. So ein Blödsinn. Blödsinn? Herr Regner, ich glaube, das werden selbst Sie verstehen. Dass bei den gesamten Umständen Ihre Freundin das Telefonat bestimmt nicht missverstanden haben kann. Und? Haben Sie Beweise? Momentan noch nicht. Kann ich dann gehen? Die Adresse und Telefonnummer Ihrer neuen Freundin. Auf Wiedersehen. Du kannst sie rausbringen. Herr Staatsanwalt, bei allem Respekt, aber wieso lassen wir den Typen gehen? Der lügt doch wie gedruckt. Was haben wir denn in der Hand, um ihn festzuhalten, Herr Grass? Und der Naseband und Frau Rietz, die werden ihn genauestens beobachten. Und deshalb habe ich ihn gehen lassen. Okay, Junge, alles klar. Bis dann, ja? Danke dir, tschüss. Also, Gerrit sagt, aus der Waffe ist nicht geschossen worden. Ja, dann hat er seinen Auftrag wohl noch nicht ausgeführt. Das sehe ich ganz genauso. Aber ich glaube, der wird jetzt auch nichts mehr machen. Jetzt, wo der weiß, dass wir ihm an den Fersen kleben. Das kann man nicht wissen, Alex. Allerdings dürfte es für ihn ein großes Problem sein, auf die Schnelle mal eben eine neue Waffe zu besorgen. Und was ist mit der Freundin von dem Foto?
Gerrit hat versucht, sie zu erreichen. Sie geht nie ans Telefon. Ist doch alles komisch. Auch mit der Ex-Freundin. Erst macht sie einen riesen Alarm und behauptet, da ist ein Mord geplant. Und auf einmal war alles ein großer Irrtum. Herr Staatsanwalt, gut, dass ich Sie treffe. Herr Grass, hallo. Die Kollegen aus Köln haben sich gemeldet. Sie haben Informationen über den vermeintlichen Killer. Jetzt spannen Sie mich ja nicht auf die Folter. Gut, mach ich nicht. Martin Regner hat zusammen mit seinem Freund in Köln einen Mord an einem Geschäftsmann beobachtet. Dann waren die zwei also Zeugen. Was haben die ausgesagt? Tja, das ist der Punkt. Als Martin Regner aussagen sollte, wusste er von nichts mehr. Wie bitte? Ja, er hat nichts mehr gesehen. Wie kommt denn das? Passen Sie auf, der Freund von Martin Regner wurde kurz vor seiner Aussage erschossen. Dann haben wir jetzt eine ganz andere Situation. Allerdings. Weil der Mann hat einfach eine Höllenangst gehabt, auszusagen. Ja, deshalb wollte er auch untertauchen. Jetzt ist mir auch völlig klar, warum er bewaffnet war. Zu seinem eigenen Schutz. Er versteckt sich einfach. Aber Herr Staatsanwalt, ich verstehe nicht, dass er bei der Vernehmung nichts davon erzählt hat. Weil er einfach so viel Angst hat, dass er selbst der Polizei misstraut. Krass, hallo. Ich glaube, ich hole mir mal einen Kaffee von der Bar. Willst du auch einen? Oh, Alex, zwei kann am Tag reichen. Du kannst dich schon mal auf eine lange Nacht einstellen. Also? Schönen Abend. Schönen Abend. Hier. Ja, ich wollte hoch zu Martin. Ich hoffe, dass wir uns wieder versöhnen können. Ach was? Ja, und dann kann ich mich ja gleich bei Ihnen entschuldigen. Ich habe Ihnen ja ganz schöne Umstände gemacht. Das war wirklich nicht meine Absicht. Warum sitzen Sie eigentlich hier? Moment mal, Sie glauben doch nicht wirklich noch den Unsinn, den ich verzapft habe, oder? Nein, nein, wir sind nur hier zum Kaffee trinken. Verstehe. Na gut, dann viel Spaß. Und drücken Sie mir die Daumen, dass das klappt mit Martin und mir nochmal, ja? Das machen wir. Dankeschön. Schönen Abend. Ja, tschüss. Genau. Was? Das kann doch nicht sein. Okay, wir kümmern uns hier um alles. Danke, tschüss. Herr Staatsanwalt, die Freundin von Martin Regner wurde tot im Kofferraum seines Wagens gefunden. Frau auf dem Foto? Ja, sieht so danach aus. Ein Nachbar konnte sie als langjährige Freundin von Martin Regner identifizieren. Ja, aber wer war denn die Frau, die bei uns war? Die hat doch behauptet, sie hätte erst vor einem Monat mit ihm Schluss gemacht. Und wenn sie die Auftragskillerin ist? Und uns nur benutzt hat, um an ihn ranzukommen? Dann wird sie auf dem Weg ins Hotel sein, um ihn auch umzubringen. Ich muss sofort die Kollegen informieren. Die Waffe weg, hey, die Waffe weg. Hören Sie, das ist ein Missverständnis. Ich wollte ihn doch in den Schrecken einjagen. Nicht wahr, Martin? Jetzt sag's doch. Hören Sie. Legen Sie die Waffe weg. Wir wissen ganz genau, was hier... Sie täuschen. Du wolltest mich doch nicht damit verletzen, ne? Komm, Herzchen. Sind vorläufig festgenommen. Ich gedacht, das war's jetzt. Alles in Ordnung? Ja, passt schon. Aber woher wussten Sie, dass der mich umbringen will? Ja. Muss verzappeln, ja? Unsere Kollegen in Köln haben ihre Freundin tot in ihrem Auto gefunden. Marie? Meine Freundin? Oh Gott. Ja. Und deshalb wussten wir auch auf jeden Fall, dass sie nicht ihre Ex-Freundin sein kann. Sie ist eine Killerin. Sie hat meinen Freund umgebracht, als er aussagen wollte. Mensch, warum haben Sie sich uns nicht anvertraut? Ich hatte Todesangst. Meinem Freund haben ihre Kollegen auch erzählt, dass sie ihn schützen würden. Wir hätten sie geschützt. Sie wäre sofort aus dem Verkehr gezogen worden, sicherlich. Und was, wenn sie wieder freigekommen wäre? Sie haben doch erlebt, wie sie mich vor dem Hotel abgepasst hat. Außerdem hat sie mir versprochen, wenn ich dicht halte, dann verschont sie mich. Wusste Ihre Freundin von all dem? Nein, ich habe ihr extra nichts erzählt, um sie zu schützen. Hm. Tja, ein Menschenleben mehr oder weniger war Ihnen dann auch egal, oder? Hätte die kleine Süße nicht so überreagiert, dann hätte ich sie nicht umbringen müssen. So hatte ich keine andere Wahl, sonst wäre ich aufgeflogen. Tja, das klingt logisch. Jetzt haben Sie auch keine Wahl mehr, nur noch das Gefängnis. Nimmst du dir Angst? Wird der junge Mann nun seine Aussage vor Gericht machen, da die Auftragskillerin festgenommen worden ist? Gleich bei K11. Cora Schneider wurde wegen dreifachen vollendeten und versuchten Mordes, Nötigung und falscher Verdächtigung zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt.
Das Verfahren gegen Martin Regner wegen versuchter Strafvereitelung und Verstoßes gegen das Waffengesetz wurde eingestellt. Durch seine Aussage konnte der Auftragskillerin auch der Mord an dem Geschäftsmann nachgewiesen werden.